10. und 11. Januar spielte der SV Darmstadt 98 beim 10. Rhein-Neckar-Fußballhallenturnier des SV Sandhausen auf. Im vergangenen Jahr bereits Zweiter wollte das Team um Gerhard Kleppinger diesmal den Turniersieg. Die gut 200 Fans aus Darmstadt hatten den Titel des lautstärksten Supports schon jetzt sicher. Hier das 1:0 des SV Darmstadt 98 gegen Wiesenbach. Am Ende hieß es 3:1, auch das dritte Spiel der Vorrunde wurde gewonnen. Bereits am vergangenen Samstag hatten die Lilien ihre Gruppenspiele gegen Mechtersheim und Zuzenhausen gewonnen. Der Gegner im Viertelfinale nun Astoria Waldorf 2. Auch gegen die Reserve von Astoria Waldorf, immerhin Landesliga, verlief zunächst alles nach Plan. Schnell ging man auch hier mit 2:0 in Führung, doch man versäumte es, den Sack zuzumachen. Folgerichtig der Ausgleich für Waldorf. Auf Darmstädter Seite begann nun das Zittern, denn ein 9-Meter-Schießen gegen die SAP-Städter wollte man vermeiden. Doch man ließ beste Chancen ungenutzt. Die Zeit rann den Lilien davon. Doch dann fasste sich Pelowski ein Herz, zieht ab und trifft mit diesem fulminanten Schuss zum 3:2. Das Halbfinale war erreicht und der Gegner dort kein geringerer als der OFC. Solche Klassiker kommen natürlich auch bei den Fans gut an. Doch der Gegner aus Offenbach war an diesem Tag eine Nummer zu groß für die Lilien. Hinten sicher stehend lockten sie die Darmstädter immer weiter nach vorne, um dann eiskalt zuzuschlagen. Chancen für die Lilien gab es auch, doch die blieben zunächst ungenutzt. Stattdessen immer wieder der OFC mit schnellen Vorstößen. Hier das 2:0 und wenig später gar das 3:0 für die Gäste vom Main. Doch die 98er gaben sich nicht auf und verkürzen hier zum 1:3. Es wurde noch einmal richtig spannend. Nach dem missglückten OFC-Angriff hier das 2:3 durch den überzeugenden Christian Remmers. Sie kämpften und rackerten in der letzten Minute, aber am Ende reichte es nicht mehr. Schwacher Trost, man ist gegen den späteren Turniersieger ausgeschieden, der sich gegen Gastgeber Sandhausen mit 5:3 im 9-Meter-Schießen durchsetzte. Jetzt nach der Halbfinalniederlage gegen Kickers Offenbach. Sie waren gerade bei der Mannschaft. Wie ist die Stimmung? Ja, die Mannschaft ist ein bisschen niedergedrückt, weil es auch nicht notwendig war. Wir haben bei den ersten beiden Toren geschlafen. Gleich der erste gute Angriff von denen von Offenbach war ein Tor. Beim zweiten haben wir selbst mit eingefädelt, weil wir den Ball nicht abspielen. Und die ersten beiden Tore waren unnötig gewesen. Ja, und ist das auch für Sie jetzt als Trainer so ein Vorbereitungsturnier? Ist das mehr Entertainment oder schließen Sie da auch schon irgendwelche Schlüsse für die weitere Vorbereitung? Nein, wir wollten eigentlich, das ist so ein Kaltstart, wo wir hier gemacht haben. Wir wollten ein bisschen auch Spaß haben hier, wollen uns gut präsentieren. Das ist auch hervorragend gelungen mit der Mannschaft, die wir an Bord haben. Und richtig geht es erst am Montag, also morgen los. Herr Christian, jetzt seid ihr gegen Kickers Offenbach im Halbfinale ausgeschieden. Ist es gerade noch schmerzhafter, gegen den Verein ausgeschieden zu sein? Ja klar, das ist richtig schmerzhaft. Gerade wo wir, sagen wir mal, da auf Augenhöhe waren jetzt hier in der Halle. Ja, und es hätte nicht sein müssen, ganz sicher. Was würdest du jetzt für ein Resümee aus diesem Hallenturnier ziehen? Ja gut, es hat Spaß gemacht und das muss man jetzt mit in die Vorbereitung nehmen. Da wird es nochmal richtig anstrengend. Und dann hoffe ich, dass wir den Schwung hier aus der Halle dann auch auf die ersten Spiele mitnehmen können, natürlich. Der Vollständigkeit halber, das Spiel um Platz 3 gegen Astoria Waldorf ging mit 4:5 verloren. Warum gerade Eppelheim? Warum dieses Turnier? Warum nicht eine Ballsporthalle in Frankfurt? Also warum nicht die Ballsporthalle in Frankfurt, ist relativ leicht zu beantworten. Da sind wir zu unterklassig, leider Gottes. Das würden wir gerne anders sehen, aber im Moment halt Stand der Dinge. Allerdings ist der Herr Trinklein als Organisator vom Turnier der Ballsporthalle auch hier und wir sind auch mit dem in Kontakt und wir haben auch, naja, also die Zusage ist wahrscheinlich falsch, aber wenn wir ein bisschen höher kommen, ist es relativ wahrscheinlich, dass wir auch die Möglichkeit kriegen würden, dort teilzunehmen. Im Moment langt es für uns leider dort noch nicht. Obwohl ich glaube, dass wir mit unseren Leuten, die auch hier sind, durchaus zur Bereicherung da beitragen könnten. Und ansonsten ist es so, dass wir letztes Jahr im Winter die Anfrage bekommen haben, hier von den Organisatoren,
mitzuspielen. Und ich habe das eigentlich schon mich relativ lange gefragt gehabt und mit mir auch einige andere Leute, warum wir nicht ab und zu mal ein Hallenturnier spielen. Und als ich dann selber entscheiden durfte, haben wir eben uns hierüber erkundigt und festgestellt, dass das eigentlich ein super Rahmen für unsere Möglichkeiten ist. Und deswegen haben wir auch zugesagt. Und ich glaube, das war letztes Jahr schon ganz gut angekommen. Man sieht es auch, ich glaube, es sind dieses Jahr noch ein paar mehr Leute von uns da, dass das ein ganz netter Auftakt ist für die anstehende Saison oder Rückrunde und dass man eben hier doch näher dran ist an der ganzen Sache. Und die Halle ist gut, der Rasen ist gut. Wir sind auch jetzt sportlich durchaus konkurrenzfähig und so macht das Spaß und dafür ist es da. Ein bisschen Budenzauber im kalten Januar. Den Fans dürfte es gefallen haben. Auf die warten nun interessante Testspiele in den kommenden Wochen.